So, hallo, hallo, ihr Lieben, die Susanne ist wieder im Wald unterwegs, pirscht sich hier durch die Gegend, beziehungsweise heute bin ich mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich gerade, das ist so mein Wald, hier habt ihr meinen schwarzen Klepper, bin ich gerade einkaufen gegangen, ja, weil heutzutage, da weiß der ja echt nicht mit den Benzinpreisen, wo das noch hinführt, also mache ich das öfters jetzt auch mal, dass ich, ja, dass ich jetzt auch mit dem Fahrrad einkaufen gehe und mit meinen Olivenflaschen jetzt durch die Gegend schipper, ja, zurück. Ich habe jetzt keinen Stick dabei oder irgendwie, was man, wenn man professionelle Videos macht, hat man mindestens einen Handystick dabei. Also ist das Ding wahrscheinlich so ein bisschen verwackelt. Aber ich habe gedacht, ich sage euch mal zwischendrin so ein paar kleine Grüße, einfach ein paar Nachrichten, ja. Also das Erste, ich habe jetzt die letzten paar Tage wieder unglaublich viel Geschenkchen gekriegt und Briefe und also was ihr euch da für Gedanken macht. Ich habe Nahrungsergänzungsmittel gekriegt, ich habe CDs, die selber aufgenommen wurden, gekriegt, ich habe Bastelkarten gekriegt, also so filigran, so schön, ich habe Bücher gekriegt, ja, also am liebsten, ja, ich würde mich hinsetzen und würde jeden handschriftlichen Brief zurückschicken. Aber Leute, ich schaffe das nicht. Bei so vielen Leuten, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, da kommst du irgendwo an einen Punkt. Da kannst du weder auf diese ganzen Kommentare mehr zurückschreiben, noch ja, einfach Briefe beantworten, wie das ein Normalo draußen machen könnte. Ja. Also deswegen einfach mal Grüße euch auf diesem Weg an euch zurück. Also ich drapiere die alle. Ich habe von jedem Geschenk mache ich einen Foto als Erinnerung und von wem das ist und so weiter, ja. Also das schon mal als erster Punkt. Der zweite Punkt ist, weil ich heute auch wieder Anfragen gekriegt habe. Ich kriege oft jetzt die letzte Zeit Anfragen, Susanne, bildest du aus? Magst du Fortbildungen für Coaches und so weiter und so weiter? Und dann sage ich immer, nee, weil ich habe hier momentan so viel zu tun mit meinen Klienten oder auch mit dieser ganzen Öffentlichkeitsarbeit. Das kann ich nicht auch noch zusätzlich machen. Und dann frage ich auch immer, Mensch, warum, wie kommst du jetzt dazu, was ist jetzt dein Bestreben, dass du diesen Job machen willst? Weil mich interessiert es dann schon mal ein bisschen, was treibt die Leute an? Und was mich ein bisschen traurig macht, weil gerade wenn du in die psychologische Schiene bist, gehst oder Therapeut bist oder Coach bist, ja, vielleicht habe ich da eine altmodische Ansicht, ja, dann sage ich immer, das muss ein Ruf sein. Ich muss das machen wollen, weil ich Menschen liebe, weil ich helfen will, weil ich ein kleines Zahnrädchen in dieser gesellschaftlichen Entwicklung sein will, in die neue Zeit. Und wenn ich dann manchmal die Leute frage, ja, warum willst du den Job machen? Ja, dann kommen so Antworten, naja, also in meinem alten Job, da fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl. Ich bin jetzt angestellt und ich würde jetzt irgendwas machen, weil da kriegt man vielleicht auch einen anderen Bekanntheitsgrad. Und ja, und ich glaube, ihr verdient ja auch ganz gut, ja. Oder neulich hat auch jemand angerufen, hat er gesagt, ja, Frau Loray, wie ist das jetzt? Ich möchte mit Ihnen Gespräch führen. Ich möchte mit Ihnen mal erörtern, ist das eine Marktnische? Ja, lohnt sich das, dass man in diese Marktnische Narzissmus jetzt da reingeht? So auf die Art, ja, wenn ich mich jetzt hier schon umstelle, ich brauche da mal Ihre Einschätzung, ob das auch überhaupt was bringt. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist eine Geschichte. Da hinten laufen gerade Leute, die mich gerade anstarren im Wald. Aber egal, ich lasse mich jetzt nicht rausbringen. Gut, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, und dass mich das ein bisschen traurig macht, ja. Weil, Leute, wenn ihr in so einen Beruf wollt und wir haben jetzt in der Zukunft wirklich mit ganz viel torkelnden Leuten zu tun, ja, ich krieg's ja mit hier, dass die Leute sehr, sehr in der Krise sind. Die haben keine Kohle teilweise mehr, die haben keine Aussichten im Job, die haben Sorgen um ihre Gesundheit. Das heißt, wir haben mit einem ganz anderen Klientel zu tun, ja. Und da müssen wir wegkommen von diesem blöden alten Marketing-Ding, dass man sagt, oh, da ist eine Nische und da gehen wir mal rein und das Thema ist da vielleicht auch cool
Und ja, und da können wir dann Raum kriegen oder uns bekannt machen. Das darf nicht der Zielpunkt sein eurer Berufsentscheidung, ja. Und das Zweite, was ich voraussetze, ist, ja, wenn du in den therapeutischen Beruf rein willst oder dich da reinfuchsen oder arbeiten willst, du brauchst auch Erfahrung. Mir wird es manchmal schlecht, wo ich merke in Gesprächen, dass Leute Riesenprobleme mit sich haben, eigentlich ihr Leben aufräumen müssten und dann sagen, ja, ich mache jetzt auch auf Psycho, ich berate jetzt auch andere Leute. Ja, also nicht, dass ich falsch rüberkomme. Ich bin weder neidisch, missgünstig oder will keinen da irgendwo vom Kuchen abgeben, Gottes Willen, ja, weil wir brauchen Leute, die aus dem Herzen helfen und unterstützen, ja. Also wirklich von der Ethik, von den Werten her, ja. Aber das muss auf Füßen sein, die jenseits des normalen Marketings sind, ja. Wo es einfach darum geht, wie kann ich Werte und Ethik in diese neue Gesellschaft, in diese neue Welt reinbringen. Und nicht aus egozentrischen, egoistischen Gründen oder weil ich sage, jetzt klopfe ich mir mal ein paar Wochen eine schnelle Ausbildung aus dem Knie und dann gehe ich auf die Menschheit los, ja. Weil, guck mal, ich sage ja nicht, dass du 30 Jahre Erfahrung haben musst, ja. Aber ich habe ganz klein damals angefangen. Ich habe mich ganz klein, ganz Stück für Stück mit Vorträgen, mit Seminaren und immer weiter und immer mehr Ausbildungen habe ich mich da reingefunden und glaubt, dass ich nicht nur viel in der Birne habe oder Wissen habe, sondern ganz viel über Erfahrung helfen kann und auch über eine gesunde Portion Demut. Und Demut hat bei mir nichts zu tun mit sich klein machen oder irgend so ein dummes, graues Hascherl sein, sondern Demut ist das Verneigen vor dem Leben. Wisst ihr? Das Verneigen vor dem Größeren, vor dem Göttlichen, vor dem Leben, auch vor den Schmerzen, den Leiden der Menschen. Ja? Das macht demütig und es ist ganz wichtig, dass du mit diesen Menschen zärtlich umgehst, rücksichtsvoll, achtsam umgehst, ja, und nicht da reinschipperst und sagst, ja, ich mache mal schnell so ein paar Kurse und dann, oh ja, dann zeige ich mal, wie das Leben geht, ja, wie man es teilweise leider von diesen Marketing-Gurus oft hier sieht. Und ich will nicht sagen, dass ich das verachte, aber also ich sehe das mit Besorgnis, so auf das schnelle Geld machen wollen und da irgendwo den Leuten was vom Huhn erzählen wollen. Ne? Also das so mal nebenbei. Also es muss eine Berufung sein, ja, weil wir hier in der Krise mit Menschen zu tun haben, die an wirklich auf der Kippe stehen und wo das kein Spaß mehr ist, irgendwelche Leute zu einfach mal so ein bisschen zu begleiten. Ja? Also das einfach mal so zwischendurch. War noch irgendwas? Ja, und Leute, gestern habe ich ja den Text gepostet mit Babylon, ne? Turm von Babylon. Viele haben es ja gelesen. Ich beobachte momentan, dass viele irritiert sind. Die wissen überhaupt nicht mehr, wo es lang geht, rechts, links, was ist wahr, was ist wahrhaftig, was ist fake, was ist echt, ja. Welchen Menschen kannst du überhaupt noch vertrauen? Welchen Unternehmensführungen, welchen politischen Führungen, ja. Und bitte lasst euch da nicht ins Bockshorn jagen, ja. Im Notfall macht euch momentan ein paar Scheuklappen ein bisschen drauf und hört nicht jedem Heuler da draußen zu, weil jeder momentan irgendwas da ruminterpretiert und jeder versucht irgendwo das Gelbe vom Ei grad zu legen. Und im Grunde genommen wissen wir alle sehr wenig, wie es weitergeht. Also es gibt nicht die Wahrheit. Und dieses Rumdoktern da draußen, dass jeder meint, er muss jetzt ein buntes Ei legen, ja, das führt zu so einer großen Irritation. Ich habe es ja gestern genannt, das Stimmengewirr Babylons, ja. Und ja, das verwirrt die Leute immer mehr. Also die waren ja richtig, die kriegen ja einen Knall im Kopf, weil jeder irgendwas anderes erzählt. Also schau, dass ein bisschen in die Ruhe reinkommt. Ich mag es ja hier auch. Ich gehe ja auch immer in meinem Wald zwischendrin, weil zwischen diesen ganzen anstrengenden Coachings, da bist du ja, da kriegst du auch eine Schieflage im Obergeschoss, ne? Und dass ihr wirklich in die Ruhe geht, in die Stille geht und abklärt, wie geht der Weg für euch weiter? Ja, wo sind eure Werte und wo ist wirklich eure Berufung? Wo soll's hingehen?
Ja, und nicht aus marktwirtschaftlichen Gründen oder von Werten forciert, die in der alten Zeit vielleicht noch Gültigkeit hatten, aber nicht mehr in der kommenden Zeit. Vielleicht mache ich nächste Woche oder nächsten Sonntag mal ein Video über dieses Vertrauen und dieses, ja, wie man überhaupt noch trauen kann, ja. Ob man überhaupt noch Vertrauen aufbauen kann, ja. Ich schaue mal, muss mal gucken, was so am Puls der Zeit dann, wo ich glaube, das Thema hinführt, ja. So, also ganz liebe Grüße aus dem Wald zu euch aufs Sofa, am Küchentisch oder auf die Arbeit. Alles Liebe, eure Susanne Loray.